Sie können jetzt den Albtraum verloren spielen. Das steht bei dir nicht dran, gell? Nee. Das ist das DLC, womit man dann eben diese Vorgeschichte nachspielen kann. Meiste Raketenwerfer raus haben. Moment. Mit Entfernen tut man die in ins Inventar, oder? Mit Entfernen tut man die ins Inventar. Gut. Ich könnte meine Pistole eigentlich weghauen. Ja, ich tue meine Pistole verkaufen. Ich lasse mal die Pistolenmuni noch da, die gebe ich dir gleich. Wenn meine Lieblingspistole da ist, kaufe ich mir die dann. Okay, ich gebe dir noch eben die Schrotflintenmunition. Oh. Ach, jetzt geht es. Ah, wir haben das Elektroschockgerät, das ist ziemlich scheiße. So, und da ist das Pistolenmuni. Wenn du es gleich kombinierst, dann tust du auch den. Nachladen, genau. Also theoretisch gesehen kann man in diesem Spiel Muni kaufen, aber man muss sich halt irgendwie eine Waffe kaufen, die dann wieder verkaufen und halt man die Munition bekommt. Ziemlich umständlich. Also sonst gibt es nichts mehr zu tun. Meine MP5 hat jetzt höchsten Schaden. Ja, ich habe jetzt meine Pistole maximiert von Schaden her. Ich brauche halt irgendeine Waffe, womit ich gut Nahkampf auslösen kann. Und Schrotflinte und Magnum sind nicht so da. Aber MP5 halt recht gut. Jetzt brauche ich halt echt umso dringender die Maschinengewehrmuni immer. Huch. Ich hab mich nur umgedreht. Und Renekton wird gefeedet. Ja! Oh, der war halt sogar heilig. Der war sogar gut. Du kannst jetzt eh gleich mal snipern. Das ist unten stehen genügend. Warte mal, der hat den Schuss bekommen und läuft einfach nur zurück. Der genauso. Was ist denn da los? Ich kümmere mich um die Leute, die hier ankommen. Nein, die springen echt hoch. Ich wollte gerade nur testen, ob die hochspringen oder hochklettern. Also die springen einfach hoch.
gibt. Oh ne. Oh. Haben wir immer noch einen übersehen, oder? Nö. Ach so, hier, ich glaube, so komisch, dass es die ganze Zeit die Musik läuft. Also. Bis man das Level geschafft hat. Hast du die Munition hinter dir aufgeht? Du kommst nicht mehr zurück. Ah. Egal. Ah, hier ist noch Gewehrmunition, ja. Und ich hab dir noch Pistole gegeben. Die habe ich aus Gewohnheit aufgenommen. Ah, hier ist noch einer. Weißt du, ich schieß dreimal auf seinen Oberschenkel und der Kopf platzt. Ja, weil ich einmal drauf geschossen hab. Ach so. Ah, da kommt noch mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie eventuell hier unendlich spawnen. Lass ihn rüberspringen. Nö. Okay. Oh Gott, ich hab nicht mehr auf, also in dem Moment, wo die Scheiße aufhört, kommt also Quicksilver von neu an. Achtung, von oben kommen welche. Okay. Bei dir auch Heinz rausgekommen? Ja. Moment, ich heil mal eben. Okay. So. Wie viel Gewehrmunition jetzt gerade in dieser Zeit da ist? Achso, du geh mal zurück. Du musst an diesen Drehschalter hin. Du musst jetzt das Floß drüber bewegen, während ich Renekton ausweichen muss. Mit seinem krassen Skillschutz. Und seinen nicht total nervigen Point-and-Clicks dann. Wie lange noch? Ah, ich sehe schon nicht mal lange. Yep. Kann ich auch noch. Katzeln ist der Arm wehgetan. Ne, ich muss nur kurz Finger wechseln.
Warte mal, komm mal runter. Und? Wir machen mal gleichzeitig, okay? Ja. 3, 2, 1. Okay, das war jetzt. Egal, scheiß drauf. Ah, Scheiße. Pass auf hier, in diesem hohen Gras sind Schlangen. Scheiße. They help fund the BSAA. What the hell are they doing here? Ah, ich habe schon eine Schlange gehört. Gewehrmoney. Ey, jetzt haben wir zum Teil die komischen Typis, die weißen, weiß schon, diese Ureinwohner. Hinter uns. Die werden später nochmal auftauchen, aber jetzt haben wir sie erstmal weggekommen. Gut. Die sind schon ziemlich decent am Nerv. Probier sie. Okay, also wieder Snap Action. Jo. Der hat gerade OG5 von seinen alten Leuten umgebracht. Komm runter, schnell! Bin unterwegs. Ich habe keine Ahnung, was mich da eigentlich erwischt hat, aber was hat mich ich glaube, das war Dynamit. Weil ich habe den VR noch in die Luft gesprengt, der das hatte. Ja. Übrigens, hier kommen zwei Makettenzeugen, Mann. Oh. Ist er dann auch so ein Kugelfresser wie der erste? Ja. Aber wir haben jetzt inzwischen ja stärkere Waffen. Man stellt sich mal vor, man würde versuchen, das Spiel ohne Upgrades durchzuspielen. Ja. Am besten noch im Profi-Modus. Das geht ja gar nicht. Das geht halt echt nicht. Also in dem Moment, wo ich. Da, wenn ich mich richtig erinnere. Sehst du das da oben rechts? Wo ich gerade hinziele? Diese Plattform da? Ja. In dem Moment, wo ich glaube ich die Türe da drüben öffne oder den Schalter umlege, kommt der Typ. Okay. Pistolenmunition, der Fall. Das sieht immer so dumm aus, wenn man das so schnell macht. Du kannst eigentlich auch rüberkommen. Ah, ich sehe ihn schon. Ja.
Aha, da ist Gitter getroffen. Muss was nachladen? Ja, der ist ja immer noch spoilers conscious. Ja. Ich meine, ich hab meine ganze Schwurfhilden-Munition für den gebraucht und noch zwei Schuss von der Magnum. Magnum war echt eine gute Sendung. So, jetzt kommt das gleiche nochmal. Wie kommt man denn nochmal dahin? Achso. Kommt er auch wieder vom gleichen Ort wie der erste? Nö. Der kommt diesmal von dem Eingang, aus dem wir aufgekommen sind. Nee, erstmal kommen nur die hier, die Standardgegner. Okay. Ja, jetzt kommt er von da. Während ich da rüber fliege, heißt die Kamera folgt mir dann und dann zieht man den dann. Ah, ich sehe. Also du hast eigentlich einen ziemlich schlechten Ort, muss man mal sagen. Ich komm du zu mir oder zu dir? Ich glaube, der will zu mir. Ja, er will zu mir. Ich ist der ich meiner Mine ausgewichen? Ja. Kann ich die Maschinengewehrmuni haben? Ich hab sonst echt nichts mehr. Moment. Ah, hier.
Danke. Ich habe ganz vergessen, dass die... Oh, was heißt vergessen? Fand ich ja schlecht. Ich muss ja noch das Ventil benutzen. Achso, bist ich schon da. Dann kann ich ja wieder die Mine mitnehmen. Ich glaube, wenn wir dann den Weg frei haben, natürlich kommen dann von diesem Weg ganz viele Gegner. Welch eine Überraschung. Bis jetzt noch nicht. Jetzt. Setzt eine Granate an das rein. Oder das passiert einfach. Aber ich kann den nicht töten, ne? Hast du die Handgranate? Ja, hab ich. Willst du die? Hm? Willst du die Handgranaten? Ja. Oder? Ja, ich hab die mitgenommen. Du kannst mir eigentlich auch die anderen zwei noch geben, wo du hast. Ja. Man kann glaube bis zu 4 oder 5 braten. Ich hab noch Kanonen. Niemand kann sehen, was er. Ich wie ein Charakter stirbt, der anscheinend ein bisschen wichtig ist, bin ich ja nicht tot. Also, wen treffen wir jetzt? Ich tappe mal auf Jill. Josh. Oh, oder den. Ich finde es immer noch komisch, dass Jill einfach in diesem Teil blond ist. Ich meine, warum ich da hier und warum lebt er noch und warum ich ihn nicht verwandelt? Josh? Das macht einfach gar keinen Sinn. Shiva? You're alive. Are you okay? Well, how did you get here? We were at the port when we were attacked. And then, well, I ended up here. Hä? Where's the rest of the team? Logikloch. 10.000. Shit. It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here. Let's save the chit-chat for later. Shiva, cover me. Hurry. Hurry. Lass mich raten, wir müssen ihn beschützen. Ja, aber da kommt der auf dich. Oh, catch up, but don't let you die. There's bound to be more of them around.
hier ist noch mehr Schrotmunition. Ja, Alter, ich seh's gerade. Du auf einmal so Arsch hier, oder? Ups. Falsche Waffe. Das war ein bisschen verschwindet. Weißt du was? Es kommen bitte ein Kettensägen, Mann. Aber den müssen wir so wie den Fetzer gerade nicht bekämpfen. Hier liegt muss ich schon mal. Verdammt! Kein Problem. Rechts bist du oben. Und wenn du Platz hast für die Mine, dann stell die hier einfach irgendwo hin. Ich hab gar keine Mine. Ja, da vorne. Ah. Ja, einfach oben unten schon. There should be an exit up ahead. Go! Pika, Pika, Pika! Hast du gehört? Pokémon-Fan, hä? Leg hier die Mine hin. So, Mine platziert. Das wird ein Schmerz im Arsch. Ja. Gute Übersetzung. Ja. Ah, ich hab uns alle Lieblingskette gesehen. War eigentlich recht einfach, oder? Ja. Gut, könnte schon ein bisschen kritisch werden, wenn der Kettensägen mal doch irgendwie rankommen wäre. Ja. Ich meine, wir hier haben ja kaum Platz zum Ausweichen. Aber ich finde, der Kettensägenmann im Fünfer sehr viel leichter, weil der braucht viel länger zum Ausholen als der im Vierer. We'll go after Irving. Good. Okay. Now there's a dock up ahead. That is probably where he's going to make his break. Copy that. And Josh, be careful. Natürlich habe ich schon mal so gespielt, wo ich unendlich Muni und so hatte, dass ich einfach alle abgeknallt habe und dann kommt niemand mehr. Okay. Oh. Die Musik ist natürlich immer noch so spannend zu laden. Hier irgendwas. Keine Muni. Das wundert mich. Oh, warte mal. Beste Sache. Das sind zwei Türen. Achso, der auf der einen geht. Schwach, schwach.
Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Wenn wir jetzt hier durch die Fenster gehen, sind wir wieder hier. Und einfach alle Gegner sind verschwunden. Auch gut, oder? Ja. Oh nein, die linke Türe, ich nicht. Was? Sie ist von innen verriegelt. Okay. Hier müssen wir eben nicht lang. Da saß es sich jetzt recht einfach. Wir laufen hier blöd lang, das ist immer ein riesiges Boot. Und. Oh, nicht weiterlaufen. Pass auf. Wenn wir zu weit laufen, triggern wir eine Cutscene. Und dann können wir nicht mal das Zeug hier aufheben. So, siehst du? Das war echt ein paar Meter gewesen. There he is. Einfach durchlaufen. Shepard, do you read me? I secured a boat. I'm on the other side of the dock. Get here on the double. Jetzt kommt der Hunde der von links. Ah ne, die Hunde kommt euch die. Übrigens, schau mal, jetzt ich auf einmal deinen Schloss stand. Ich kann gerade nicht. Einfach weiterlaufen, wir haben es nicht gleich geschafft. Deswegen bin ich stehen geblieben. Ja, vom Leben her. Von der Zeit her nicht. Der hat noch eine Minute, glaube ich. Oder? Ja, etwas so, ja. Wie viel CO2 des Ausstoßes sein muss, oder? Mein Ölfeld explodiert. Das brennt noch für 6 Wochen oder so. Hey, du hast mehr gekillt als ich. Oh.